Willkommen zurück, mal wieder meine hochverehrten Zuschauer zu einem weiteren Total War 2 Replay und zwar dieses Mal erneut aus dem Eierdieb-Turnier, organisiert von Ascopa, der seinen eigenen kleinen Total Warhammer-Kanal hat und auch Mods produziert, die ziemlich gut sind. Sollte ich mal wieder spielen in der Kampagne. In dieser Runde sehen wir, wie im Eierdieb-Turnier übrig, maximal drei Armeen. Ich kann euch gerade kurz mal den Status zu diesem Spiel geben. Hier spielen Ragnar gegen Sifu. Sie haben jeweils keine Leben mehr übrig, um weitere ihre Armeen wieder zu beleben. Das heißt, sie müssen mit Gruftkönig, Tiermenschen, Norska und Zwergen jeweils ja, antreten. Und wer zwei Matches in dieser Runde verliert, ist raus, weil alle Leben und dann auch alle Armeen verloren sein werden. Und ich glaube hier, mein Match gegen Ludwig ist schon gelaufen auf diesem Kanal. Oder es wird noch von Ascopa kommentiert werden. Wie gesagt, die Armeen sind fix. In dieser Runde sehen wir die Armeen der Zwerge gegen die Tiermenschen von Ragnar. Wir sehen es hier, Sifu kommt mit zwei Kanonen, zweimal Armbrustschützen, zweimal Eisenbrecher, einmal Hammerträger, zweimal Slayer, zweimal Zwerge mit Sprengladung und zweimal Zwerge, normale Zwerge und Thorgrim Grollbart, wohingegen die Tiermenschen mit einer Reihe Ungor-Herden kommen, einigen Gors, ein paar Speerträgern, drei Minotauren, davon einmal die Legendären und zweimal mit Zweihandwaffen, einmal Harpien, Kasak, der Einäugige ist das, glaube ich, und Harpien. Ah, nee, Großhäuptling ist es auf einem Streitwagen. Und genau, Minotaure mit zwei Handwaffen. Minotaure mit zwei Handwaffen gegen Zwerge natürlich nicht so gut. Aber in diesem Turnier war es ja auch nicht möglich, seine Armee nach der Auswahl oder eine seiner dreien Armeen, also die dreien Armeen waren ja fix und die konnte man nicht ändern. Deswegen gegen große gegnerische Modelle natürlich toll, gegen Panzer, kleine Zwerge nicht ganz so gut. Aber immer noch, die werden sich sicherlich auch immer noch gut schlagen. Natürlich ganz weit vorne, was beste Minotauren angeht, die schlecht davon kalken gerade. Ist überhaupt Musik an? Moment mal, Leute. Nein, komm, stellen wir an. Sonst habt ihr nachher nichts zu hören im Hintergrund. Und wir beginnen. Sifu hat sich hier im Hintergrund mit seinen Zwergen in eine defensive Position gestellt und beschießt mit Kanonen die Tiermenschen, die sich auf die Zwerge vorbewegen. Und klugerweise zum großen Teil hier durch den Wald. Aber ich denke, die Tiermenschen werden unter Umständen, ja, yeah, die werden nicht nur unter Umständen, die werden große Probleme mit den Zwergen haben, vor allem gegen die Eisenbrecher. Naja. Ja, Verzeihung. Das war unprofessionell. Kein Heuschnupfen, glücklicherweise. Falls ihr unter Heuschnupfen leidet, dann habt ihr mein ernsthaftes Beileid. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön nervig ist. Genau, die Tiermenschen werden wahrscheinlich besonders Probleme gegenüber den Eisenbrechern haben. Wo stehen sie denn hier in der Frontlinie? Vor allem die legendären Norglings-Eisenbrecher mit einer Panzerung von 125 und 86 verfluchten Nahkampfabwehrwert sind die im Nahkampf so gut wie gar nicht zu treffen. Und durch die hohe Panzerung machen die Ungors praktisch keinen Schaden. Das Einzige, was die Norglimmings Eisenbrecher kaputt machen kann, sind so halbwegs die Minotauren, aber wegen ihrem recht niedrigen Nahkampfangriffswert, ich meine, das ist nur 40, das heißt, die Norglimmings Eisenbrecher haben 40 Nahkampfabwehr mehr, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Schlag einen Eisenbrecher zu treffen für die Minotauren, ist vielleicht 10%, katastrophal. Das Einzige, was sie so richtig gut aufräumen kann, sind die Streitwagen und von denen gibt es einen einzigen, und zwar hat ihn der Großhäuptling, der kommt durch den Angriffsbonus und ja, auch Nahkampfangriff 37 im Moment des Angriffs auf 140 Nahkampfangriff plus Bonus gegen Infanterie von nochmal 28. Das heißt, der kann im Moment seines Angriffes massiv Schaden an Norglimmings Eisenbrechern verursachen. Muss aber erstmal rankommen und wie wir gesehen haben, hat Sifu ihn bereits klugerweise fokussiert. Der Angriff von Ragnar kommt nicht sehr gut. Er kommt, um ehrlich zu sein, ziemlich schlecht. Und läuft mit seinen Ungors und Gors sogar, den auch zum Teil auf den Gors, direkt in die Zwergenlinie rein, um von den katastrophalen Sprengladungen, die sind vor allem katastrophal, wenn sie gegen leichtgepanzerte Ziele gewendet werden, ja, erleiden gerade massiven Schaden.
Und es sah jetzt nicht so aus, als hätte Sifu hier seine Armee großartig bewegt. Ihr seht, hier ist auch kaum was passiert bei den Slayern und Hammerträgern. Da hätte Ragnar wirklich, also ganz, wenn ihr, ihr seht, euer Gegner ist in defensiver Position und gegen euch in eine Richtung ausgerichtet, dann springt er bloß nicht hin. Geht um ihn rum, sodass die Sprengladungen, die in die vordere Richtung gehen, euch nicht garantiert treffen, weil ihr direkt reinläuft. Lasst den Gegner wenigstens seine Armee um sich umpositionieren und kommt von der Seite oder von der anderen. Und vielleicht ist der Gegner nicht schnell genug oder macht einen Fehler bei der Repositionierung und erleidet dann großen Schaden. Und hier hat sich eben Ragnar mit seinen Tiermenschen durch die Aktion diese Möglichkeit leider verbaut und hat dafür den Preis zahlen müssen. Ihr seht zwei Regimenter, Ungors und Ungors bereits auf der Flucht, weitere schon mit viel Schaden dahergekommen. Jetzt kommen endlich die schönen Angriffe der Minotauren und zeigt, was sie können. Bäm! Und da gehen sie. Naja, so richtig kaputt gehen die nicht. Was ist das Problem? Ja, Zwergenkrieger haben Ansturm abwehren gegen Groß. Der Running Gag, wir lieben ihn alle. Ja, und deswegen war der Schaden jetzt nicht optimal im ersten Moment, aber pohoho, war dann auch egal. Ihr seht, innerhalb der nächsten Momente haben diese Schlechter von Kaldengrad die Zwerge doch ordentlich auseinandergenommen. Und genau ist das momentan die optimale Situation für so monströse Einheiten. Nämlich unterstützt von Infanterie, die dafür sorgt, dass sie selbst nicht umringt werden können vom Gegner, können sie ihr maximales Schadenspotenzial entfalten und brechen durch die Linie und können hier vielleicht dafür sorgen, dass die Zwerge noch aufgeräumt werden. Aber ganz großes Problem, Khazrak, der Einäugige, von allen Kanonen fixiert die ganze Zeit. Vorher, es hat nie abgelassen. Der Verlust des Generals ist für die Tiermenschen ziemlich übel. Die Tiermenschen sind eine typische Rush-Armee, die besonders im Moment des Angriffs stark ist, aber wenn sie den Gegner nicht brechen kann, im lange anhaltenden Kämpfen nicht gut ist. Und oh, und damit ist Khazrak gerade gestorben. Was? Wir sehen es hier gerade auf der linken Seite, die Ungors vermutlich zum Flucht treiben wird. Ein Pendel wurde gecastet, ist allerdings an den Neugierigen Eisenbrechern vorbeigegangen, nicht optimal gelaufen. Minotauren machen bald schlapp, umringt von Gegnern. Stehen die Eisenbrecher wieder auf? Einer von zweien steht wieder auf. Moment, der andere war kein Eisenbrecher, der hat nur ein blaues Schild gehabt. Und ich glaube, das könnte das Ende für die Tiermenschen sein, oder? Na, die Minotauren sind auf der Flucht, aber andere leben noch. Die Kanonen haben kein Ziel momentan direkt fokussiert. Und die Schlechter von Kaldengrad, seht ihr, ihnen geht es auch ziemlich gut, was ihre Panzerung angeht, schnappen sich jetzt die Kanonen. Sicherlich kein schlechtes Ziel, aber die Slayer sind ihnen dicht auf den Fersen. Oh, aber entscheiden sich dann doch anders. Das war, oh, okay, sind noch weitere Minotauren. Schlechter sind gerade ein bisschen planlos unterwegs. Die Minotauren müssen es jetzt reißen, da der Streitwagen weg ist. Und jetzt kommen die Slayer wieder, drehen sich allerdings wieder um, drehen sich wieder zurück. Jetzt kommen sie aber. Sind ein bisschen planlos gewesen. Genau der Kampf, den die Slayer haben wollen gegen die Minotauren. Hm. Wie sieht der Kampf eigentlich sonst so aus? Muss sagen, die Zwerge haben viel mehr gelitten, als ich das erwartet habe. Was wahrscheinlich daran lag, weil sich Sifu nicht optimal neu auf den Hauptangriff des Tiermenschenansturms hier von der Flanke vorbereitet hat. War natürlich toll, den Streitwagen so schnell kaputt zu machen. Aber auf der anderen Seite, was haben die Tiermenschen noch? Kaputte Minotauren hier, kaputte Plünderer hier, Schwarze und Verheerer hier, kaputte Ungerplünderer hier und oh, noch ein fast gesundes Neuglimmiges Eisenbrecherregiment. Ohne die Anwesenheit eines Streitwagens, glaube ich, könnte die gesamte Tiermenschenarmee alleine kaputt schlagen. Da ist ja nichts mehr mit großer Panzerung da, was den Neuglimmiges Eisenbrechern so richtig Probleme bereiten würde. Und Slayer auch noch. Die hacken jetzt mal die Minotauren kaputt, erleiden im Gegenzug wahrscheinlich schweren Schaden. Aber wird im Endeffekt egal sein. Da ist einer umgefallen. Oh, da ist der nächste tot. Oh, sie fallen jetzt wie die Fliegen und sie haben genug und Ragnar zieht sich mit seinen Tiermenschen zurück und damit geht die erste Runde in dieses Matchups Ragnar gegen Sifu an. Ragnar, der zugegebenerweise mit seiner nicht ganz so panzerbrechenden Armee ein schweres Spiel gegen die Zwerge, vor allem mit Norglings Eisenbrecher und den normalen Eisenbrechern gegen Sifu hier hatte, der etwas selbstmörderischer Angriff direkt in die Sprengladungsfrontlinie hat auch nicht geholfen.
Ja, und was den Großhäuptling angeht, konnte er ehrlich gesagt nicht viel machen. Er hätte ihn im Wald verstecken müssen und vorher versuchen müssen, die Kanonen auszuschalten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die Gnargos und die Harpyien gemacht haben. Die haben irgendwie nicht so richtig was gemacht. Da hätte er sich auf jeden Fall Zeit lassen sollen, sie gemeinsam mit der restlichen Frontlinie die Zwerge angreifen sollen. Die hätten sich dann um die, wenn die Slayer und die ganzen Zwerge bereits gebunden gewesen wären von, das war ja eine zahlenmäßige Überlegenheit der Tiermenschen da, wenn die alle gebunden gewesen wären von den Tiermenschen, hätte er mit den Harpyien und den Gnargors direkt die Kanonen fokussieren können und dann hätte der Häuptling reinkommen können. Das wäre die bessere Wahl gewesen. Dann hätte er vielleicht hier noch was reißen können, aber ohne diese Entscheidung ging es für ihn ungut aus und damit ist es jetzt hier in der ersten Runde so, dass Ragnar seine Tiermenschen verloren hat und nur noch als allerletzte Armee die Gruftkönige zur Verfügung hat. Er muss die nächste Schlacht gewinnen, sonst ist er raus. Sifu auf der gegenüberliegenden Seite hat noch die Wahl, seine Norska und seine Zwergenarmee zu verwenden. Wir springen hier in Spiel 2. Ragnar natürlich mit dem Gruftkönig und Sifu kommt erneut mit den Zwergen. Und hier ist die Frage, hat Ragnar genug panzerbrechenden Schaden, um Sifu Probleme zu bereiten? Wir sehen Setra, den Unvergänglichen, viermal Gruftwache, normal, einmal die legendäre mit zwei Einhandwaffen und wir sehen einmal Hellebardiere, zwei Bogenschützen, Ushabti mit Großbogen und was ist das für eine Karte? Oh mein Gott, das ist die Finalkarte aus der Vampirküstenkampagne. Oh, die ist ja furchtbar. Um Himmels Willen, die Zwerge stehen hier auf dem Berg. Oh. Boah, das ist nicht sonderlich gut für die Gruftkönige, die den Fernkampfnachteil haben mit ihren Ushabti mit Großbogen und den Berg hochstürmen müssen. Die Karte ist vielleicht nicht optimal gewählt worden, aber auf der anderen Seite bin ich glücklich, ungewöhnliche Karten zu sehen. Das bringt Abwechslung ins Spiel rein. Erfahrungsgemäß, was ich bisher so erfahren habe, sind die Auserwählten der Götter und Ushabti mit Großbogen generell relativ schwer zu treffen von Kanonen, was vermutlich daran liegt, dass ihr Profil so dünn ist und die Kanonen da gerne mal daneben schießen, selbst wenn sie stehen. Ja, aber ich denke trotzdem, dass zwei Kanonen hier diesen Kampf gewinnen würden. Wo würde ich mein Feuer fokussieren mit diesen Ushabti? Norglimmings Eisenbrecher einerseits. Das wäre mein eines Ziel und dann das andere Ziel, die Gipfeltorwache mit den Hammerträgern. Eigentlich würde ich sogar sagen, fast die Gipfeltorwache ist das wichtigere Ziel, denn das sind die wenigen Einheiten, die an Setra den Unvergänglichen zusammen mit den Kanonen natürlich, die bereits Setra, unter Beschuss nehmen. Schon fast 1000 Schadenspunkte mit der ersten Salve gemacht. Das sind die einzigen, die Setra so richtig kaputt hauen können. Und wenn die tot sind, kann nachher Setra einfach durch die Zwerge reiten und alles vernichten, was rumläuft. Aber der muss vor, wenn die nächsten Salven genauso gut treffen, ist Setra innerhalb der nächsten 7 Salven tot. Gruftskorpione in Vorhutpositionierung. Ja, hier darf Ragnar, na, Ragnar darf nicht zögern. Er muss vorher, er hat schon in der letzten Runde seinen General unglücklich gegen die Kanonen der Zwerge verloren. Wenn das nochmal passiert, dann gute Nacht. Hier hinten, hinter diesem Teil hier, wäre eigentlich eine ganz nette Stelle, um sich zu verstecken. Ich würde wirklich mich hier hinstellen. Das ist, glaube ich, eine gute Position. So, aber die Zwerge haben jetzt ein gigantisches Problem. Die teure Gruftwache. Oh nein! Die teure, leicht gepanzerte Gruftwache kommt jetzt als erstes hier in die Reichweite der Sprengladung. Keine gute Idee. Ich hätte die Sprengladung lieber auf die Speerträger hier, Skelettspeerträger, feuern lassen. Oder einfach gesagt, was soll's? Setra wird eh beschossen, dann einfach rein da, dem machen die Sprengladungen nicht so viel aus. Anfangen Chaos zu stiften, denn die Zwerge haben nicht wirklich was, um Setra so richtig aufzuhalten. Und wo sind die Gruftskorpione? Oh, Leute, die Gruftskorpione. Ha, kommt vor. Oh je. Oh je. Und jetzt kommen die Zwerge ans Gegenzug und gleich werden sie ihre Sprengladung abwerfen. Da, sie holen aus und sie fliegen und... Oh, Gottes Willen. Oh, ja, die armen Skelette. Oh je. Oh je. Oh, was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe.
Ich will gar nicht wissen, wie die Lebensenergie der Zwerge, der Gruftkönige aussieht. Viel ist da nicht übrig. Ist alles irgendwie so ein bisschen blau hier in der Karte. Liegt wahrscheinlich daran, weil es unter Wasser stattfindet. Wie können die denn atmen? Und wie kann da überhaupt Feuer sein? Oh, wer ist denn da tot? Oh, es war ein Gruftwachenregiment. Das zweite Gruftwachenregiment auch fast tot. Das dritte auch fast tot. Und die Zwerge beinahe unbeschädigt, abgesehen von Bergwerkern. Jetzt kommt der Gruftskorpion. Der Gruftskorpion hätte vorher schon da sein können, um die Bergwerker mit Sprengladung und den Eisenbrecher aus Formation zu bringen, damit man sie, damit sie nicht so schön ihre Sprengladung werfen können. Ist nicht passiert. Und das tut weh. Wo schießen die Ushabti mit Großbogen hin? Zwei Kills gerade mal. Wo gehen eure Geschosse hin? Da fliegen sie. Auf die Bergwerke mit Sprengladung. Das ist nicht die optimale Zielauswahl. Aber okay, es sieht echt mies aus für die Gruftkönige gerade. Der anfängliche Angriff hat nicht so gut funktioniert, aber Sedra, der Unvergängliche, ist da. Und er kann hier richtig, richtig, richtig viel reißen. Obwohl er eine Achille Wade hat, hat er einen Bonus gegen Infanterie, sehe ich gerade. Das ist ja total... Macht ja gar keinen Sinn. oh nein, ist von der Kanone abgefangen worden. Sedra kann, wenn er gut gemicromanaged wird, hier einfach kreuz und quer die gesamte Zwergenarmee vernichten. Oder wenigstens einen großen Teil. Aber er muss wirklich auf Trab halten. 100% Konzentration auf Sedra. Alles andere ist ehrlich gesagt schon praktisch egal. Es ist nur noch Sedra. Er muss durch die Infanterie laufen, aber er entscheidet sich stattdessen, auf Torgrim Grolbart einzuschlagen, was nicht seine optimale Verwendung ist. So bekommt er nicht mal seinen Bonus gegen Infanterie, denn Torgrim Grolbart ist ein großes Modell, weil er seinen Vierzwergenantrieb hat. Und ich befürchte, damit, mit dieser Entscheidung wird Ragnar mit seinen Gruftkönigen nicht in der Lage sein, die Zwergenformation zu brechen. Ich meine, allein schon diese Hammerträger, seht euch an, wie diese Hammer in die Luft gehen und fallen und diese Skelette zu Knochenstaub verarbeiten. Oh je. Das Deprimierende ist, dass sie lore-mäßig nach der Schlacht wieder aufstehen. Ein bisschen zerdeppert, ein bisschen mehlig geworden. Aber sie werden nochmal kämpfen. Was machen die Ushabti mit Großbogen? Die haben sich jetzt das Ziel der Hammerträger rausgesucht. Deutlich besseres Ziel. Aber so richtig glücklich funktioniert ist das gerade nicht mit diesen Treffern. Wie sieht es hier hinten aus? Gruftkönige sind fast völlig entleert, was ihre Stärke angeht. Die letzten Einheiten hier. Gruftwache mit Hillebarde, das ist alles, was noch am Leben ist. Aber sie haben keine Chance gegen Hammerträger. Keine Chance. Ich meine, die haben 26 Nahkampfangriff. Die Gipfeltorwache hat 47 Abwehr. Das ist hoffnungslos. Klopp mal einfach alles nieder. Ushabti, die sind gespawnt worden. Ich weiß nicht genau, was sie tun. Torgrim Grolbart immer noch am Leben. Jetzt ist Sedra der Unvergängliche endlich dabei, ein bisschen durch die gegnerische Infanterie zu laufen. Aber der muss wirklich maximalst in Bewegung bleiben. Er darf keinen Moment irgendwas anderes tun. Aber er tut es nicht. Und es ist ehrlich gesagt auch schon vermutlich zu spät. Oder was haben... Könnten die Zwerge... Könnte Sedra vielleicht noch alles töten mit seiner hohen Panzerung und seiner Beweglichkeit? Oder hat 95 Panzerung. Das ist okay, aber die Slayer kommen, um ihn zu verfolgen. Und die werden ihm auf jeden Fall Ärger machen. Hammerträger sind noch da. Neugierungs Eisenbrecher sind noch da. Und da kommen die Slayer. Suchen einen fantastischen Tod gegen ein riesiges Monster. Übrigens, der nächste Godric und Felix Omnibus kommt bald heraus. Und ich habe ihn mir schon vorbestellt und freue mich drauf. Ich glaube, kommt irgendwann diesen Monat oder nächsten. Freue mich sehr drauf. Oh, die vorigen zwei Omnibus habe ich gelesen. Und der Sedra haut wieder Torgrim Grolbart 1 auf. Orme. Aber guck dich Torgrim Grolbart an. 62 Nahkampfabwehr gegen die 36 Angriffe von Sedra. Das heißt, Sedra hat, 40%. 40, 20 weg. 20% Wahrscheinlichkeit, Torgrim zu treffen ungefähr. Schafft er nicht. Und die Gruftkönige sind im Eimer.
Satras Kriegsphinx zieht den Schwanz ein und mit einem Lichtblitz in dem Maul verabschiedet es sich in die dritte Welt und damit ist Ragnar aus dem Eierdieb-Turnier ausgeschieden und Sifu behält seine Norska und seine Zwergenarmee. Ja, schön gespielt. Danke an Ragnar und Sifu für diese Runde. Natürlich als Kopa für das Organisieren dieses Turnier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es gibt bei Ascopa sicherlich auch mein Eierdieb-Turnierspiel gegen Ludwig 1500. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.